Hallöchen Leute, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, läuft in letzter Zeit nicht so besonders gut mit meinen Let's Plays. Das liegt unter anderem daran, ich will jetzt offen und ehrlich mit euch reden. Also für die Hater unter euch, die jetzt irgendwie meinen, er macht schon wieder ein Infomedia, ihr könnt euch gleich verpissen. So, was ich eigentlich ansprechen wollte, meine Unzuverlässigkeit in Sachen Let's Plays. Naja, wie soll ich das erklären? Also, es liegt jetzt so, ich habe sehr viel zu tun in letzter Zeit, schulmäßig. Und ja, Schule ist wichtig. Und Let's Plays sind eher nicht so wichtig. Das ist so, als würde man den Weltuntergang neben einem Krieg vergleichen. Das ist hier der Weltuntergang und das ist hier ein Krieg. Weltuntergang ist das Wichtigste als Krieg. Und wenn Weltuntergang ist, nehmen viele Menschen sie in Mut zusammen und verbünden sich miteinander. Ja, und wie mache ich das jetzt in meiner Situation? Also, wir haben hier einmal die Let's Plays und einmal die Schule. Mit Verbinden, das funktioniert bei mir nicht. Wegen der Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Ihr seht, ich komme zeitlich nicht hin. Ich mache 30 Minuten Parts. Ja, ich weiß, 30 Minuten sind viel zu lange. Nicht wundervoll, falls ich dauernd hier nach links schaue. Mein Bildschirm ist gerade hier auf der linken Seite. Ich glaube, da mache ich mal so, damit ich hier ein bisschen einigermaßen in die Kamera schauen kann. Hallo! Ihr wollt ja 15 Minuten Parts, habe ich gemerkt. Aber ich bin nicht so der Fan von 15 Minuten Parts. Keine Ahnung. Also, wenn ich einmal aufgenommen habe, habe ich irgendwie den Drang, mehr aufzunehmen, als ich eigentlich haben möchte. Und wenn ich 15 Minuten Parts mache, dann muss ich immer viel mehr rendern und es dauert dann alles viel länger, als wenn ich das Ganze sofort alles in einem Part mache. Versteht ihr doch, oder? Ja, kommen wir nun zu dem, was ich eigentlich geplant habe. Ich habe euch schon per Feed Bescheid gesagt, dass es eine schlechte Nachricht geben wird. Und zwar ist die schlechte Nachricht, ich werde eine große Let's Play Pause machen. Die geht wahrscheinlich bis zum März, vielleicht aber auch bis zum Februar, also bis nach den Zwischenzeugnisse, bis Zwischenzeugnisse fertig sind, weil die machen so einen Druck, die Lehrer, vor den Zwischenzeugnissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also für die, die wirklich mal noch nie in der Schule drin waren, also ja, und nicht noch nie so wirklich gepaukt haben, wie ich das tue. Also sie machen wirklich Druck. Und Lernen kostet ja auch noch ein bisschen Zeit, deswegen habe ich auch weniger Zeit für meine Let's Plays. Ist logisch, oder? Ja, kommen wir als nächstes zu dem Mikrofon. Also ich will meine Qualität meiner Let's Plays verbessern. Unter anderem werde ich mir ein neues Mikrofon holen. Ich zeige euch mal schnell das, mit was ich sonst mal aufnehme. Das habe ich hier. Ich hoffe, das reicht, die Reichweite. Weil jetzt ist es ein bisschen kurz, wegen dem Kabel, das ist ein bisschen kurz. Also, das zeige ich mal mit dem Ding, was ich aufnehme. Das ist dieser Stommel hier. Mit dem nehme ich momentan alle Let's Plays auf. Das lege ich hier einfach so auf den Boden. Das zeige ich euch mal schnell. So auf den Boden. Dann nehme ich hier noch, Moment, das kann ich euch schlecht zeigen. So, also ich nehme hier diese Unterlage, lege es drauf. So ungefähr. Und so nehme ich auf. Ungefähr so. Ja, und das sieht man auch an der Qualität. Also ich habe alte Let's Plays von mir angeschaut und ich habe gemerkt, die sind viel besser von der Qualität her. Meine Stimme als mit diesem Stummel da, ne, mit diesem Dings da, hier da. Momentan nehme ich mit der Webcam auf, weil es mag, also nicht wundern, falls ihr gerade nichts krachen gehört habt. Ja, also 30 Minuten Parts, ich möchte es eigentlich noch beibehalten, auch wenn ihr euch da beschwert. Also, mal schauen. Also, ich weiß nicht. Jetzt muss ich hier wieder das Kabel zurechtdrücken. Nicht passt es. Ich glaube, ich mache das mal so. Okay. Also, 30 Minuten Parts ist mir eigentlich lieber als 15 Minuten Parts. Ich habe es euch ja gerade erzählt, dass ich mehr am Stück aufnehmen kann. Das dauert auch natürlich die Renderzeit ein bisschen länger. Ja, jetzt fragt ihr wahrscheinlich, warum nimmt ihr nicht jeden Tag nur 15 Minuten Parts auf? 15 Minuten sind ja nicht lange. Ja,
Momentan liegt es bei meiner Motivation. Ich bin momentan sehr demotiviert, was Let's Plays angeht. Also ich habe mir momentan eher Lust auf unkommentierte Let's Plays, also auf meinem zweiten Kanal. Hier ist nochmal der Link dazu, falls ich das noch nicht vergessen sollte. Ja, und kommen wir nun zu. Was wollte ich noch sagen? Ich habe ja so einigermaßen ein paar Stichpunkte hingeschrieben, damit ich einigermaßen flüssig reden kann. Also, ich wollte ja eigentlich. Reden wir mal über Let's Plays an sich. Also, Splinter Cell gefällt mir nicht so besonders gut vom Spielen her. Habe ich gemerkt, die Qualität ist sehr schlecht gesunken im Vergleich zu Modern Warfare 3, was natürlich sehr gut gelungen ist. Ist Splinter Cell rapide gesunken. Also, ich habe den ersten Splinter Cell Part schon eher ungern Let's Played. Auch wenn man merkt, ich hatte sehr viel Spaß. Mir hat es eigentlich nicht so viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ja, Pandora Tomorrow, das macht mir noch weniger Spaß, muss ich zugeben. Pokémon habe ich, also ich habe ja, nach Weihnachten habe ich zwei Projekte gestartet, beziehungsweise wieder aufgenommen. Das ist Minecraft und Pokémon Kristall. Aus dem Grund, weil ich mit Splinter Cell nicht so besonders Spaß hatte, deswegen wollte ich Splinter Cell und, Quatsch, deswegen wollte ich Pokémon Kristall und Minecraft wieder weitermachen, weil mir diese Projekte sehr viel Spaß machen. Also Pokémon allgemein macht mir sehr viel Spaß. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, wenn ihr meinen Kanal hier seht. Die ersten Playlists sind nur Pokémon. Ja, Minecraft macht mir auch sehr viel Spaß. Allerdings habe ich nicht die Motivation, das aufzunehmen. Also erstens wegen diesem Stummel da, den ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil die Reichweite nicht reicht. Zweitens weiß ich nicht, was ich immer sagen soll bei meinen Let's Plays. Minecraft muss schon sehr viel reden. Ist bei mir momentan nicht sehr viel gegeben, weil ich so viel Stress noch im Hinterkopf habe wegen Schule und den ganzen Scheiß. Also ich habe jetzt, ja. Da rede ich halt wirres Zeug. Ihr versteht es. Wenn ihr. Wie soll ich das jetzt vergleichen? Es ist sehr schwierig, das jetzt zu vergleichen. Naja, egal. Also, kann ich jetzt nicht so gut vergleichen. Ihr seht, ich bin nicht so der große Redner in Sachen Vergleichen. Vorhin ist mit diesem Weltuntergang, das war auch ein sehr schlechter Vergleich. Ihr seht, meine Vergleiche sind sehr schlecht. Naja. Gut, ich glaube, dann kommen wir auch langsam mal zum Ende. Also, ich werde euch per Feed einen Termin geben, wann es weitergeht. Ungefähr zwischen Februar und März wird es sein, wenn ich wieder motiviert bin. Bis dahin werde ich vielleicht ein paar unkommentierte Let's Plays machen. Also Limbo werde ich fertig machen auf meinem zweiten Kanal und Fallout mal schauen, ob ich es noch anfangen werde. Ich glaube, nach der Pause werde ich sehr viel zu tun haben. Ich hole mir übrigens ein Mic für 100 €. Das, was der PewDiePie früher verwendet hat. Also, das hat schon eine Qualität. Da müsstet ihr mich viel besser hören als mit diesem Stummel da, den ich euch jetzt nicht zeigen kann. Hier, da. Ja. Naja, gut. Kommen wir zum Ende. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ihr könnt ja währenddessen meine anderen Let's Plays anschauen. Falls ihr noch nicht alle gesehen habt, falls ihr wirklich ein großer Fan von mir sein solltet, was ich glaube ich nicht vermute, bei wie viele Abonnenten habe ich? 90, glaube ich. Ja. Also, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut und wir sehen uns. Oder auch nicht. Ja, wir hören uns einfach nur. Also, bis dann, Leute. Ciao.